Na gut, 100 Grad ist ja auch nur 45%. Was? Hackwietrankhöhle. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist auch zum Beispiel ganz lustig, wenn ihr jetzt einmal wirklich so einen Trank finden müsste und du gehst da rein. Und ganz am Anfang ist schon die Tasche, wo der Trank drin ist, aber dann läufst du einfach ran vorbei und dann bist du hier übelst am Suchen, Mann. Was denn? Dann gibst du voll erschöpft auf, gehst wieder zurück und dann so am Eingang stolperst du rüber. Oh, das sieht ja gar nicht mehr schlecht hier aus. Okay. Wir hatten das Feuer hier schon wieder angemacht. Warum leuchtet das so lange vor allen Dingen? Tja, so wie zum Thema, er hält sich automatisch fest. Macht er nicht. Tja. So kommt man auch schneller runter. Wieder mehr Glück gehabt als Verstand. Alter, sind wir aber gerade runtergesegelt. Wie sind wir nicht ran vorbei? Aber vielleicht muss man auch ganz runter und sich dann hier langsam nach oben kämpfen. Oh, eine Falle. Wenn du hier einen Körper reinmachst, Alter, stichst du aber ein Auge aus. Oh, oh. Ich bin gerade verletzt. Oh, Furz im Glas. Shit. Okay, da müssen wir irgendwie unten durch. Nein, 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 wo ist die Fähigkeit? Sünden, Seltenes, ist das das? Boah, Junge! Aber knapp. Das ist doch eigentlich Gas. Wieso kann man das nicht kontrolliert abfackeln? Ja, so zum Beispiel. Behindert. Scheint auch sowas wie Methan oder so zu sein. Ah, Wandmalerei. Interessant, was soll denn das denn sein? So eine Dämon oder was? So, jetzt habe ich hier aber eine Wandmalerei irgendwo übersehen. Stimmt da oben irgendwo. Ich geh nochmal ins Wasser. Irgendwo habe ich was übersehen. Ist ja meistens so. Meistens sind die schon gut gemacht. Ich bin aber nur zu blond für den Quatsch. Total kartig bin ich da einfach. Oh. Ja, kannst du mal sehen. Ups. Da ging es ja rechts lang. Hätten wir gar nicht unter den Furz durchtauchen müssen. Habe ich echt übersehen. Siehst du, wieder die Hälfte übersehen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf derselben Höhe. Guck mal, da ist auch schon das Händchen. Ihr habt ein Händchen für sowas, meine kleinen Damen und Herren. So, ist er erkundet oder was? Erforscht. Wahrscheinlich ist das hier auch der richtige Weg. Oh. Ja, vielleicht sollte man auch mal den Eiszapfen ausweichen, die man darunter schießt. Ja, sorry, ich vergesse das immer, Mann, dass das Spiel doch ein bisschen realistischer ist, als es eigentlich sein sollte. Weil es ist total unrealistisch. Ich sag nur das Schwingen. Und jetzt hat's da gerade so ein Major-Plot rausgehauen, ey.
Naja, jetzt sind wir schon mal wieder hier. Schade, jetzt sind wir natürlich am Arsch der Welt. Ich hatte gehofft, wir kommen irgendwo hier in dem Gebiet raus. Na gut, dann retten wir den hier mal ganz schnell. Und dann werden wir mal die eine Basis da einnehmen. Scheiße, dass es so keine Nahkampfattacke gibt. So, mal gucken, wie schaut's denn aus? Büffel. Hey, was ist jetzt los? Wer holt denn hier noch mehr? Noch mehr Büffel. Na gut, müssen wir jetzt erstmal kurz platt machen. Wir kommen sonst immer wieder zurück. Der arme Jack. Sorry, dass ich dir auf den Huf gesprungen bin, dass du dich so erschrocken hast, dass du mich deswegen gleich angreifst, Mädel. Tut mir ja leid, meine Dame. So. Hier noch ein bisschen grün. So. Optimale Heilung 3. Das ist jetzt nichts. Oh, was ist denn da oben los? Ich glaube, da kann man rein, oder? Zwar nur eine Tasche, aber besser als nichts. So, mal gucken, wo sind sie denn hier? Hast du fehlgeschlagen oder was? Na toll. Ja, ist fehlgeschlagen. Schade. Blöde Jacks, Alter. Man bög mal anständig. Wie kann man da hoch? Da, ne? Oh, ja, jetzt knackt schon wieder. Sitzt, glaube ich, ein bisschen zu tief. Moment mal. So. Ja, so ist das schon gleich wieder besser. Ich nehme da zwar ein bisschen der Hocker wieder. Die Erde dreht sich ein bisschen schnell. So ein ganz kleines bisschen. Aber schön, ne? Toll. Nicht schlecht. Aber gegen den hast du keine Chance, Leute. Hättest du mal lieber den anderen angezündet. Wir müssen auch mitnehmen hier ohne Ende. Es tut mir mal leid, aber Hartholz ist nun mal gerade das, was mir uns gerade ein bisschen fehlt. Neben den grünen Sachen. Alter, der Säbelzahntiger, krass. Ich will da nur an die Pflanze, verpiss dich. Ich will nur an die Pflanze, dann kannst du ihn gleich wieder haben. Heftig, ne? Er hat ihn sich gepackt und einfach mitgenommen. Krasser Shit. Heftig. Ja, sowas siehst du in anderen Spielen nicht. Ach, das ist Wasser alles da unten. Ich wollte gerade sagen, so ein kleines Wasserloch oder was? Das ist eine Blume. Mal gucken, was da denn los ist. Wölfe jagen eine Ziege und die Ziege ist fertig. So, 90 Meter noch. Jetzt wird's interessant. Hoffen wir mal, dass die Wölfe uns nicht gleich in die Quere kommen. Da oben ist auch schon wieder irgendwas los. Das ist ein Horn. Gildohorn. Unterirdisch. Ganze Scheiße ist unterirdisch.
kriege ich jetzt das Blasrohr da kaputt. Ach, der schläft. Das ist der Typ, der schläft. Okay, Moment. Jetzt, wenn ich mich jetzt direkt runterlasse. Lasse ich mich wahrscheinlich genau ein... Okay. Das war, war das ein Bestienmaster? Das war ein... So, jetzt aber runter hier, schnell. So, da bevor er Verstärkung holt. Boah, hat er mir einen auf den Maul gegeben. Nicht schlecht, Keule. Nein, 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 du holst keine Hütte. So, Kopfschuss. Noch was? Was hier? Verdammt. Und Hilfe, gut. Der Frosch im Glas tötet unseren Begleiter. Kommt dann mal her hier. Eure beiden Anführer sind auch schon platt. Wo seid ihr? Könnt euch im Feuer verstecken, wie ihr wollt, aber nicht mit mir, Jungs und Mädels. Giftgas, Vorsicht. Ah, da ist ja noch einer hier. Komm her. Boah, der hält aus. Hat er den Messerwurf überlebt. Nicht schlecht. Ach, guck mal ein. Geht so. Keule, jetzt. Danke. Sind die Bananen? Ich bin hier im Vorzuglas, Alter. Kannst aber übelst sein auf die Fresse und das übernehmen die übelst. Scheiße. Kann schwer in die Fresse bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Komm her, warte, ich hab was für dich. Tushi. Alter, der Speer war nicht schlecht. Ich hatte voll Energie, ein bisschen Furz abbekommen und schon gleich. Dann hat er mich weggenatzt. Gar nicht mal schlecht. Nee, ich geb dir nochmal was. Gar nicht mal schlecht. Da oben. Ach, er hat mir einen Stein in den Kopf geworfen. Na komm her, Junge. Jetzt wäre mit Stein schmeißt er. Der kriegt aber ein Echo. Oh, hab ich der Katze eine gezimmert. Ich glaube, da kannst du nicht einfach eine Tafel geben. Was ist denn da los? Ich sehe keinen mehr. Da hinten. Hey, links können wir übersehen. So, den Außenposten aber. Ach, jetzt kann die Eule hier rein, oder was? Plateauhöhle Außenposten. Skurril. So, dann haben wir schon mal einen Schnellreisepunkt wieder. Wieder da in die Höhle. Unbekannter Ort, da müssen wir auch noch hin. Oh Mann. Wir könnten hier wahrscheinlich eine Abkürzung nehmen, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Da ist noch ein Sammelobjekt. Wir machen das so. Wir nehmen hier das Sammelobjekt. Reisen aber jetzt hier erstmal nach schnell. Wir reisen hier nach schnell. Reisen schnell mal nach da. Und ja. Wir werden uns dann den Wanderpfad entlang hangeln. Mal kurz gucken hier. Stapel gleich mitnehmen. Können wir mal wieder ordentlich was herstellen. Ist alles? Okay.
Sieht ja ganz gut hier aus. Erstmal alles her damit hier. Hm, das heißt, viel seltenen Sachen haben wir schon. Jede Menge von, okay. Na, mich soll es nicht stören. Mich soll es nicht stören, dann haben wir das alles so auf Tasche. Herstellen. 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 Nehmen wir auch gleich was mit. Ja, so.